Hallo liebe Leute, hier ist wieder die Lucida und wir fangen heute mit einem neuen Spiel an, das am 8. Mai in Early Access gehen soll. Und ja, es heißt Before We Leave. Es ist ein weiteres kleines Indie-Spiel, ein Stadt- bzw. Planetenaufbauspiel. Und als ich die ersten Screenshots gesehen habe vor ein paar Tagen, dachte ich sofort, boah, das muss ich probieren. Das interessiert mich total, das sieht super aus. Und ja, wir schauen es uns jetzt mal an. Ich habe einen Access-Key bekommen. Und bin dafür sehr dankbar, dass ich das schon mal ausprobieren durfte. Ja, wie ihr hier schon seht, in den Szenen hier erinnert das Spiel sehr, sehr deutlich an Civilization und an Siedler. Einerseits haben wir diese Felder, in denen es einzelne Landschaftsgebiete gibt. Und wir können uns dann eben über diesen Planeten ausbreiten. Und andererseits können wir aber auch reinscrollen und ein Feld ist nicht von einer ganzen Stadt besetzt wie in Civilization, sondern eben von einem Haus oder von einem kleinen Wald und man kann da den Leuten zuschauen, wie sie drauf rumlaufen. Und das ist total interessant gemacht. Es wird keine Gewalt geben, also im Gegensatz zu Civilization oder auch Siedler werdet ihr keine Kriege führen, sondern wir können uns einfach über den Planeten ausbreiten, den so nach und nach entdecken und dann auch, finde ich, wie ich gelesen habe, auch andere Planeten entdecken, Raumfahrt betreiben sozusagen. Und ja, also ich bin schwer beeindruckt. Ich habe schon mal kurz reingeschaut in das Tutorial und kann kaum glauben, dass dieses Spiel im Prinzip von einer einzigen Person entwickelt wurde aus Neuseeland. Man kann auf der Website seit September 2017 die Entwicklung des Spiels nachvollziehen, im Blog nachlesen. Das ist wirklich interessant. Man bekommt auch so ein paar Einblicke da rein, wie sowas funktioniert. Und ja, der hat erst vor wenigen Monaten angefangen, Leute einzustellen und das Spiel dann fertig zu machen. Ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt mal an. Wir starten ein neues Spiel. Es ist sogar schon auf Deutsch übersetzt. Als ich angefangen habe vor ein paar Tagen, war es noch auf Englisch. Und ja, ihr seht hier eben eine Alpha-Version, so dass es vielleicht sich noch ändern kann. Ein paar Kleinigkeiten sind eben noch problematisch wie hier. Ja, das ragt etwas drüber hinaus. Aber ich finde, das ist überhaupt nicht schlimm. Ja, wir gucken uns mal hier eine Einführung an. Das ist dann eben das Tutorial. Mal gucken, wie weit das geht, wie weit wir damit kommen. Ja, wir können hier einstellen, wie viele Planeten es geben soll. Lassen wir das erstmal auf dem Anfangswert. Hier könnten wir ja, so einen Zufallswert eingeben, um diese Planeten einfach zu designen. Ich lasse es auch mal so. Ich weiß nicht, vielleicht ist es jetzt irgendwie so gemacht, dass perfekt alles da ist. Und das ist ja vielleicht ganz gut für den Anfang. Gut, schauen wir uns das mal an. Aha, vor langer Zeit zog sich die Menschheit in unterirdische Bunker zurück, um einer Katastrophe von galaktischem Ausmaß zu entkommen. Erst Jahrhunderte später, als die Ursache dieses Unheils bereits in Vergessenheit geraten war, traute sich die Menschheit wieder an die Oberfläche. Ihr bleiben nur noch wenige Überbleibsel ihrer Vergangenheit und ihres einzigen Wissens. Okay, mehr habe ich jetzt nicht lesen können. Das ist eben die Hintergrundgeschichte. Wir kommen jetzt aus dem Untergrund heraus und können unseren Planeten entdecken. Grundlegende Steuerung. Endlich ist es soweit. Nach einer ewig anmutenden Zeit kommen deine Pöppel aus ihrem unterirdischen Schutzraum wieder an die Oberfläche. Pöppel. Okay, ja, Pöppel. Im Englischen hieß es Peeps von People. Und ja, gut, Pöppel ist, weiß ich, von mir aus. Halte die rechte Maustaste gedrückt, um dich in deiner neuen Heimat zu bewegen und zoome mit der mittleren Maustaste hinein und hinaus. Ja, hier ist der Planet, den wir jetzt schon so gesehen haben. Hier kann man sogar reinschauen. Da ist nicht viel. Wenn ihr euch mal anschaut, wie schön das gemacht ist, dass die Wolken zur Seite gehen, während man darüber scrollt, kann das Ganze auch mit der rechten Maustaste schneller bewegen. Und die Soundkulisse klingt unterschiedlich, ob man ran oder rauszoomt. Gib mir deinen Pöppeln ein Zuhause, in dem wir Straßen und Hütten bauen. Alle Gebäude müssen an einer bestehenden Straße platziert werden. Wenn du mit dem Platzieren fertig bist, kannst du das gewählte Gebäude mit einem Rechtsklick abwählen. Okay. So, hier, das wollte ich noch zeigen. Jetzt sind wir in der Space-Universumsansicht. Man hört so ein Hintergrundrauschen. Hintergrundmusik. Und je weiter man reinscrollt, desto mehr sind wir hier vor Ort. Wir hören die Vögel zwitschern. Ist also wirklich sehr, sehr schön gemacht. Hier stehen so Überreste von dieser früheren Zivilisation herum. Das hier ist also eine Bergkette. Und wir können das dann auch später abbauen. Ja gut, ich würde sagen, fangen wir mal an. Hier sind unsere Pöppels. Die haben sogar... Ist arbeitslos. Pflanzt rund ums Haus Blumen an. Die haben sogar kleine Lebensläufe. Habe ich vorher gelesen, dass die sich da Gedanken drum gemacht haben, was da stehen soll, dass bei jedem so ein bisschen was anderes stehen. Ich glaube am Ende nicht, dass sie das schaffen, dass jeder Pöppel so einen eigenen Satz hier stehen hat, aber es ist ja schon mal wirklich süß gemacht.
Okay, also, dann fangen wir mal an. Baue drei Hütten, baue eine große Straße. Also, wir müssen immer eine Straße bauen, um da irgendwas ranbauen zu können. Ich habe schon gemerkt, das kann anspruchsvoll werden. Es wird relativ schnell alles vollgeknallt. Da muss man gut aufpassen, wo eine Straße hinbaut und wo nicht. Also, eine Straße nimmt dann auch so ein Feld ein und da kann man dann nichts anderes mehr drauf bauen. Gucken wir mal, wo wir theoretisch hin wollten. Wir bauen mal eine Straße. Also, wir müssen an Häfen, Schutzräume oder andere Straßen angeschlossen werden. Achso, klar. Straße ist das hier im Moment. Und hier, das, was hier blinkt, das können wir als Straße bauen. So, ein Klick und das, die Straße ist gebaut. So sieht das aus. Ja, dann würde ich sagen, setzen wir da noch eine an. So. Gut, dann bauen wir jetzt noch drei Hütten. Die gibt es hier. Ein Ort, an dem deine Pöppel leben können. Bietet Lagerraum für Nahrung und Getränke, von denen sie sich ernähren können. Pöppel, die noch keine Arbeit haben oder nicht genug Pöppel, die noch keine Arbeit haben oder nicht genug zum Essen oder Trinken bekommen können, warten hier. Aktion. Okay, das. Nahrung für Pöppel. Getränk für Pöppel. Wasser. Hier steht, was gebraucht wird. Zwei Holz. So, bauen wir das mal dahin. Hier können wir, wenn wir die Maus bewegen, auch den Eingang bestimmen. So, jetzt gehen die da hin und bauen das auf. Schauen wir das nächste Mal hier hin. Und hier hin. So. Also die Animation dieser Leute, dieser Pöppels, ist jetzt nicht so der Hammer, aber das macht nichts. Ihr werdet es sehen, es ist ansonsten wirklich sehr, sehr schön gemacht. Die Türen gehen auf und zu. Teilweise hört man dann auch Musik aus den Häusern, also das ist wirklich toll gemacht. Klasse! Der Schutzraum produziert zwar langsam Nahrung und Wasser, aber du brauchst mehr und zwar schnell. Der Schutzraum ist, glaube ich, das Ding hier. Das ist so das Hauptquartier im Prinzip. Bauen wir erstmal zwei Kartoffelfelder. Brunnen, Kartoffelfeld. Hier werden Kartoffeln angebaut. Ja. Machen wir da mal eins hin. Hier mal eins hin. Und einen Brunnen brauchen wir noch. Ja, ihr seht, das geht, wird schneller, relativ schnell. Ihr seht, das wird hier relativ schnell vollgeknallt. Da muss man wirklich aufpassen, dass man da nicht alles vollbaut. Ich würde sagen, hier bauen wir dann noch eine Straße hin, damit wir auch diese Felder da hinten erschließen können. Oh, nein, stopp. Da wollte ich doch nicht keinen Brunnen machen. Stopp, stopp, stopp. Abreißen. Also auch das Interface dafür, dass das Spiel von einer Person gebaut wurde, sieht das wirklich toll aus. Also vom Interface her, finde ich, reicht das fast schon an Siedler oder Civilization ran. So, wir wollten hier eine Straße bauen. So, also jetzt wollten wir hier noch einen Brunnen hinmachen. Hier wird schon problematisch, weil wenn hier der Brunnen steht, dann können wir die Straße hier nicht weiterbauen. Wir können also dieses Feld eigentlich gar nicht nutzen, außer wir bauen hier noch eine Straße hin. So. Jetzt keine Pause mehr. Da geht's los. Toll finde ich auch, dass es hier einen Tag-Nacht-Wechsel gibt. Also, jetzt musst du eine Holzfällerhütte errichten, um Baumaterial zu erhalten. Platziere sie in der Nähe von Bäumen, damit du schneller an Holz kommst. Ja, das klingt soweit logisch. Holzfällerhütte. Die hier arbeitenden Pöppel werden durch Bewegungseinschränkungen weniger beeinträchtigt. Aha. Ja, wo wollen wir das denn am besten haben? Hier vielleicht. Dann sind eben diese beiden Felder verloren, weil man da nicht mehr hinkommt, aber... Na gut, bauen wir das mal dahin. Ja, es gibt hier auch wirklich Tag-Nacht-Wechsel. Das ist also der Hammer. Im Moment haben wir nur einen kleinen Teil des Planeten, den wir überhaupt sehen können. Aber später dann, wenn wir den ganzen Planeten entdecken, können wir in diesem Dorf Nacht haben und der Kolonie auf der anderen Seite gerade Tag haben und das wechselt dann eben auch. Man sieht hier wirklich wunderschöne Sonnenaufgänge, ihr seht hier, wie die Schatten wandern. Ist toll gemacht. Das Dorf steht jetzt. Wir können uns also größeren Zielen zuwenden. Wir werden mit einem Schiff die Welt erkunden. Dafür brauchen wir Steine. Okay, also wofür man unbedingt bei einem Schiff Steine braucht, ich weiß nicht. Mit dem Abrisswerkzeug kannst du Bäume fällen und an die Steine darunter gelangen. Wähle das Abrisswerkzeug und klicke auf die Bäume, die du entfernen möchtest. Wälder zu roden ist harte Arbeit. Du musst also ein wenig warten, bis deine Pöppel damit fertig sind. Gut, also wir können der
holzt hier die Wälder ab. Die wachsen aber auch nach. Wir können aber auch diese Waldstücke hier komplett entfernen, indem wir die roden oder abreißen. Dafür gibt es dann wohl auch Steine. Oh, wir haben erstmals produziert Holz. Okay. Wälder reduzieren die Verschmutzung um sie herum geringfügig. Okay, mit Verschmutzung müssen wir später dann auch eben leben. Guck mal, jetzt reißen wir diesen hier ab. Ja, ist wirklich schön gemacht. Jetzt bricht die Nacht herein. Achso, ich soll drei Wälder. Och, müssen wir denn hier die schönen Wälder roden? Das gibt's doch nicht. Wir wollen doch nicht alle Wälder hier gleich wegmachen. Sind wir gerade in der Oberfläche des Planeten angekommen und schon fangen wir an, hier alles kaputt zu machen. Nun gut. Upsa. Um dein Schiff zu bauen, benötigst du unter anderem Werkzeuge. In der Nähe befindet sich ein uraltes Metallgebilde, das der Legende nach ein Ding in ein anderes verwandeln kann. Vielleicht hilft das. Ja, vielleicht. Mhm. Hier haben wir irgendwie eine komische Maschinerie, die wir benutzen können. Und die macht nichts anderes als offenbar Bretter in Werkzeuge umzuwandeln. Wir haben hier 18 Bretter im Moment. 15 Bretter brauchen wir, um 5 Werkzeuge herzustellen. Ja, und es passiert genau das. Wir laufen dahin, packen das Zeug da rein. Wir können auch zuschauen, wie das dann entsteht gleich. Vielleicht sollten wir noch einen Holzfäller aufbauen. Wäre vielleicht nicht schlecht. Was ist das hier? Ja, das ist der hier. Jetzt ist hier natürlich schon voll. Passt nicht mehr hin. Müssen wir erstmal eine Straße bauen hier. Machen wir mal hier hin. So, noch ein Holzfäller. So, hier geht's los. So, da haben wir unsere Werkzeuge bekommen. Apropos uralt. Deine Pöppel brauchen Hilfe, um die Überlebensstrategien ihrer Vorfahren neu zu erlernen. Baue eine Entdeckerhütte, um Gegenstände aus Haufen uralter Technik zu sammeln und errichte eine Bibliothek, um ihr Wissen zu erweitern und zu bewahren. Ja, ich habe ja schon mal reingeschaut und ich weiß also, was gemeint ist. Diese Haufen hier, das ist uralte Technik. Die können also untersucht werden und dadurch bekommen wir quasi Forschungspunkte. Jetzt müssen wir hier eine Entdeckerhütte bauen erstmal. Können wir am besten direkt daneben bauen. Oder wir bauen sie hier hin. Ach ne, das heben wir uns mal auf, vielleicht für Kartoffelfelder oder sowas. 8 Leute haben wir hier. Nicht genügend Pöppel für alle Plätze. Was heißt das? Haben wir jetzt zu wenig Häuser oder zu wenig Pöppel? Pöppel, ich weiß nicht. Na gut, ich wüsste nicht, wie man Pieps sonst übersetzen könnte. Ich glaube, wenn ich der Übersetzer wäre, hätte ich ganz einfach dummerweise, ganz einfach strohdoof Sims gemacht, so wie jeder andere auch. Naja. Achso, wir sollen ja auch noch eine Bibliothek bauen. Hier werden neue Erfindungen mit Hilfe des Wissens uralter Zivilisationen erforscht. Du kannst nur eine Bibliothek pro Insel bauen. Na gut, dann bauen wir hier mal eine. Oh, hier sollten wir lieber nicht hinbauen. Wir brauchen dieses Schiff noch. Ich weiß es zufällig. Bauen wir die mal hier hin. So, die sind jetzt hier anscheinend am Forschen, am Erforschen dieser Technik hier. Was kann man hier machen? Ah, Priorität einstellen, sehr schön. Ich kann mal das Gebäude auch ausschalten. Auf mich konzentrieren. Okay, das wird, ja, fokussieren sein. Dorf errichten. Super, du hast die Grundlagen für ein florierendes Dorf gelegt. Sieh dich doch mal auf der Insel um und versuche weitere Dinge für deine Pöppel zu bauen. Na gut.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Sonne auf der falschen Seite aufgeht. Ich würde eigentlich sagen, hier ist Osten. Ich würde eigentlich sagen, hier ist Westen, hier müsste die Sonne untergehen. Und die Sonne müsste von hier kommen. Na gut, ist, glaube ich, nicht so wichtig. Es ist Zeit zu büffeln. Deine Pöppel können nun die Bibliothek nutzen und sollten erforschen, wie man Steine und andere Mineralien sammelt, damit sie das Schiff reparieren können. Gut. Uraltes Wissen erlangen. Stein ist eine wichtige Ressource, die in den Bergen des Hochlands abgebaut werden muss. Aber dazu müssen wir erst hinaufkommen. Erforsche Aufzüge und baue dann einen an einer Felswand. Vergiss nicht, mehr Werkzeuge mit dem Umwandler herzustellen, wenn sie dir ausgehen. Ja, also damit haben wir hier das hier gemeint. Das ist das Gebirge. Da kommen wir nicht so einfach hoch. Da müssen wir erstmal einen Aufzug hinbauen. Jürg, habe ich alles voll gebaut. Und ja, hier kommen wir eben weitere Materialien rausgewinnen. Ich glaube, um da hinzukommen, müssen wir erstmal leider. Och, müssen wir das wirklich kaputt machen? Hier haben wir doch einen Holzfäller. Das hier ist. Ah, ist auch ein Holzfäller. Ach, eigentlich will ich dem Holzfäller nicht seine Materialien wegnehmen. Aber es wird nicht anders gehen. Hier müssen wir leider abreißen. Ja, also gefühlt geht tatsächlich die Sonne in der falschen Richtung auf. Aber das ist ja egal. Ja, wir haben hier die Bibliothek, die auch wirklich schön gemacht ist. Das erinnert wirklich schon an Siedler. Diese niedlichen Grafik. Hier kommen wir jetzt, das ist unser Forschungsbaum. Da können wir natürlich, da können wir jetzt einfach unsere Forschung auswählen. Es ist noch ein bisschen blöd zu navigieren. Ich finde diese Felder zu groß und es ist einfach zu unpraktisch. Man kommt da nicht so recht. Kann da nicht so gut hin und her scrollen. Aber gut. Also, wir haben jetzt grüne Forschungspunkte. Wir generieren grüne Forschungspunkte. Und wir können damit dann alles forschen, was grüne Forschungspunkte benötigt. Da später werden dann auch noch rote Forschungspunkte kommen. Die bekommen wir dann von woanders her. Und ja, jetzt machen wir erstmal diesen Aufzug hier. Ermöglicht den Bau von Aufzügen, mit denen sich Pöppel zwischen Ebenen bewegen können. Gut. Was haben wir hier? Zerstörtes Kraftwerk. Vielleicht können wir es reparieren. Ich muss erst Reparatur erforschen. Okay. Wir können hier das Spiel auch schneller, langsamer laufen lassen. Falls uns das zu langsam. Falls uns das hier zu lange dauert. So, jetzt haben wir die Forschung aber schon abgeschlossen. Und jetzt können wir den Aufzug bauen. Hier ist er auch schon. Kostet 4 Bretter, 3 Werkzeuge und 7 Sekunden. Was haben wir hier? Belegt eine Kachel. Kann nur von einem Punkt aus betreten werden. Okay, dann bauen wir die mal da. Ach so, den müssen, hätten wir gar nicht hier. Ach so, dann hätten wir gar nicht den Wald wegmachen müssen. Wir können das direkt hier an die Straße bauen. Belegt also nicht wirklich eine Kachel, sondern belegt im Prinzip eher 2 Kacheln, nämlich diese hier und die hier. Belegt den Kachel ran, so muss man das vielleicht sagen. Ich hoffe mal, dass der dann jetzt hier auch wieder vorbeikommt. Gut. Finde ich, also diese Navigation hier auf einem Planeten ist wirklich. Also das hat mich echt angesprochen, gleich von Anfang an. Und dann mit Tag-Nacht-Wechsel drauf, das ist wirklich toll gemacht. So, das Hochland ist jetzt zugänglich, also überlege dir, wie du deine Pöppel dazu bringen kannst, Stein abzubauen. Muss ich mir das überlegen? Achso, erforsche Bergbau in der Bibliothek. Bergbau. Klar. Steinbrüche erhöhen die Verschmutzung der umliegenden Kacheln. Das ist nur eine Alpha-Version. Ich habe schon Early Access-Titel und ich habe auch schon fertige Versionen von Spielen gesehen, die deutlich schlechter ausgesehen haben, die deutlich weniger komfortabel zu bedienen waren. Also, von daher, also ich kann nicht sagen, wie viel Respekt ich vor diesen Menschen habe. Also wirklich Wahnsinn. Der hat auch im Dezember 2017 in seinem Blog geschrieben, er ist kurz vor einem Burnout, er kann jetzt irgendwie gar nicht mehr weitermachen, er hat zu so viel dran gearbeitet und er hat es auch damals als Hobbyprojekt angefangen. Also er hat nebenbei, er ist Programmierer und hat nebenbei noch einen Hauptjob gehabt und das hat er dann eben mit der Zeit dann irgendwann aufgegeben, macht das jetzt Fulltime hier und
Ja, also ich finde es kaum zu glauben, dass jemand das ganz alleine hier auf die Beine stellt. Es ist Zeit, einen Steinbruch zu errichten. Der Steinbruch muss an einem Berg und einer Straße errichtet werden. Der Steinbruch ist eines der Gebäude, die ihre Umgebung verschmutzen. Verschmutzung wirkt sich darauf aus, wie zufrieden deine Pöppel sind und wie effizient sie arbeiten. Wähle mit Bedacht, wo du Gebäude platzierst, die ihre Umgebung verschmutzen. Jo, kriegen wir hin. Wir sollen einen Steinbruch bauen. Steine aus Bergen abgebaut. Als Berg zählen diese komischen Ruinen hier. Offensichtlich. Muss an einer Straße gebaut werden. Okay. Ach. Gut, bauen wir erstmal eine Straße. Ja, okay, mal hier mal hin. Nein, kein Aufzug, sondern hier sind wir richtig. Okay, hier können wir es hinbauen. Und wir sehen hier dieser lilane Umkreis, das ist der Kreis der Verschmutzung, den dieses Gebäude verursacht. Ach, Mist. Also das müsst ihr euch mal angucken, das ist so niedlich gemacht mit diesem Aufzug. Klingt toll, sieht super aus, toll animiert. Könnte wirklich direkt wie aus Siedler stammen. Ja, wo ist denn jetzt die Musik hin? Vorher war da noch Musik. Hintergrundmusik. Na, kommt vielleicht noch. So, wir können hier auch. Oh. Deine Pöppel bauen jetzt Steine ab. Du bist also auf dem besten Weg, die Segel zu setzen und neues Land zu entdecken. Bevor es dazu kommt, musst du aber erst uralte Geräte reparieren, um das alte Schiff an der Küste seetüchtig zu machen. Okay, also das uralte Schiff ist das hier. Wir brauchen hier diese Materialien. Oh Mann, das ist ganz schön teuer. 10 Steine. Reparieren können wir das im Moment noch nicht. Achso, ich muss Reparatur erforschen. Klar. So, Reparatur. Hier haben wir es. Ermöglicht die Reparatur zerstörter uralter Gebäude. Ja, dann erforscht ihr das mal. Dann fangen wir schon mal an, hier wieder Werkzeuge zu erstellen. Dafür brauchen wir wirklich viel, viel Holz. Also 25 Werkzeuge brauchen wir, glaube ich. 25 Werkzeuge. Jedes Werkzeug braucht 3 Bretter. 75 Bretter müssen wir also abbauen. Rostender Koloss. Gewaltige Maschinen uralter Zivilisationen, die in Vergessenheit vor sich hingerostet sind. Hier kann Eisenerz abgebaut werden. Ja, aber was anderes als immer das gleiche Bergwerk, das es sonst immer zu bauen ist. So, Reparatur ist gleich fertig. Hier haben wir die letzten Sonnenstrahlen. Ausgezeichnet! Die Reparatur des Schiffes wird eine Menge Pöppel und Ressourcen erfordern. Vergrößere dein Dorf, damit die Arbeit schneller vonstatten geht. Gut, das können wir machen. Erweitere dein Dorf, damit es 25 Pöppel versorgen kann. Also werden wir Hütten bauen müssen. Ja, wie machen wir das denn am besten, dass wir hier möglichst viel nutzen können? Oh, da war eins hin. Hier eine Straße, können wir die beiden auch belegen hier. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Platz eine Hütte bietet. Verbessern. Ach, wir können das auch verbessern. Das war mir auch neu. Was kostet das? Gebäude verbessern. Ach so, das müssen wir erst erforschen. Okay, also eine Hütte scheint für 2 Personen gedacht zu sein. Gut, oh, da müssen wir einige Hütten bauen. Oh je. Gut, hier haben wir Platz für 2 geschaffen. Ja, schade, dass wir diese beiden Felder nicht nutzen können. Ja, Pech gehabt. Aber hier können wir noch hinbauen. Ah, hier können wir auch noch hinbauen. So, jetzt müssen wir wirklich erstmal genug haben.
Was ist hier los? Keine Pöppel. Hier arbeitet niemand, weil nicht genügend Pöppel in Reichweite sind. Baue weitere Unterkünfte und Schulen oder produziere Kleidung, wenn dies eine Schnee- oder Wüsteninsel ist. Okay, interessant. Oh, 30 haben wir jetzt schon. 30 Plätze. Wahnsinn. Oh, hier können wir gleich die nächsten Werkzeuge anstoßen. Ach, geht noch. Ah, doch, geht. Okay. Jetzt mangelt es dann doch bis am Holz. Vielleicht sollten wir noch so Kartoffelfelder aufbauen. Ich denke, wir setzen hier erstmal noch eine Straße, damit wir diese Region hier auch noch erschließen können. Hier auch. So, jetzt haben wir viel Platz hier drum. Das ist super. Bauen wir da mal noch so eine. Also, hier eine Kartoffelfeld hin. Kein Lagerplatz. Das heißt, wir haben wohl zu viele Steine. Okay. Komm, mal gucken, ob wir schon wieder was forschen können. Oh. Wow, deine Poppel häufen jede Menge Materialien an. Lass uns ein Lagerhaus erforschen und bauen, damit wir diese überschüssigen Ressourcen lagern können. Der Bau eines Lagerhauses erfordert 2 Kacheln. Oh, dann forschen wir das Lagerhaus. Hier ist es. Her damit. Ja, eine schöne Betriebsamkeit herrscht hier. Lagerhaus abgeschlossen. Gut, dann bauen wir das doch mal. Upsala. Bewahrt Ressourcen auf. Okay. Guck mal, wo wir das am besten hinstellen können. Hier. Hier wäre vielleicht nicht schlecht. Ja, dann bitte bau mal. Sollten wir gleich wieder Werkzeuge anstoßen. Na, so. Also ich bin auch sehr gespannt, was dann noch alles kommt. Also im Moment sind wir gerade erst am Anfang. Was da noch alles an Forschung kommt und dann später auch Kraftwerke und sowas. Raumfahrt ermöglicht ist, wenn wir dann später auch Kraftwerke haben. Stromversorgung, Raumfahrt und alles. Neue Planeten entdecken. Ja, könnte schon sehr interessant sein. Und wie es dann aussieht, falls hier auch noch Hochhäuser stehen. Also, ich bin schon sehr gespannt. Und ich kann es immer noch nicht glauben, dass es eine Person gemacht hat. Unglaublich. So. Denke daran, die Ressourcen auszuwählen, die du in deinem Lagerhaus aufbewahren möchtest. Sonst bleibt es leer. Klar, gut. Also dann gucken wir mal. Das ist das Lagerhaus. Wie geht das jetzt? Kachel, keine Verschmutzung. Achso, das ist. Achso, okay, hier kann man einfach ankreuzen, was wir da lagern wollen. Ich würde sagen Steine. Da hatten wir vorher schon keinen Platz mehr. Holz wäre vielleicht auch nicht schlecht. Ja, nehmen wir noch Nahrung. Oder? Schadet nicht. Gut, Werkzeuge herstellen. Bald kannst du das Schiff reparieren. Du brauchst eine bessere Quelle für Werkzeuge als den Umwandler. Es ist an der Zeit, im Hochland nach Eisen zu suchen. Gut. Erforsche Metallverarbeitung. Baue eine Eisenmine neben einem rostenden Koloss. Klar. So, seht ihr das? Ist es nicht schön gemacht hier? Da drin wird musiziert. Und es ist toll, wenn man rauszoomt, dass es dann dumpfer wird. Also, ich finde das wirklich richtig toll gemacht.
Ich bin absolut begeistert davon, wie das hier aussieht und wie niedlich das alles gebaut ist. Hier zum Beispiel haben wir eine Luke, die zu ist, und hier sind beide offen. Unglaublich. Also, ich bin wirklich komplett aus den Latschen. So, erforsche Metallverarbeitung, das machen wir eben noch. Hier, jetzt geht's hier los. Hier mit dieser Navigation, das ist nicht so ganz einfach. Metallverarbeitung, achso, gut. Da haben wir es ja. So, und mit dieser fröhlichen Musik verabschiede ich mich bis morgen. Wir machen gleich morgen weiter und ich weiß nicht, wir werden mal gucken, wie es läuft, je nachdem, wie lang das Tutorial ist. Falls das irgendwann zu Ende ist und man dann nicht weiterspielen kann, dann werden wir vielleicht auch ein richtiges Spiel anfangen und mal schauen. Ich würde jedenfalls anpeilen, dass wir so vielleicht nach so 10 Folgen oder sowas mal ein Fazit ziehen, wie das Spiel bisher ist. Das wird dann also ungefähr 10 Tage dauern, bis ich mir auch eine eigene Meinung gut bilden kann. Und ja, wenn ihr so lange zuschauen möchtet, ich würde mich freuen, wenn ihr zuschaut, wenn ihr dabei seid. Gerne könnt ihr kommentieren, eure eigene Meinung dazu sagen, was ihr von diesem Spiel haltet. Und ja, mal schauen, wo es hinführt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, eure Lucida.